Entwicklungen, dass einfach die Gesetzlosigkeit, die Bosheit, die Verführung zunimmt, auch innerhalb der Christenheit zunimmt, Bedrängnisse auch durch Verfolgung. Ich weiß nicht, ob ihr das auf meiner Webseite gesehen habt. Ich habe da vor kurzem einen Artikel draufgebracht, wo es auch darum geht, dass auch im Westen Christenverfolgungen wieder denkbar sind in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung, gerade auch durch die Gender-Ideologie, durch diesen radikalen Humanismus, der eben letztlich völlig der Bibel und dem biblischen Glauben feindselig gegenübersteht. Aber in dem allem dürfen wir wissen, unser Herr Jesus beschützt uns und bringt uns durch. Aber in diesen ganzen Spannungen und Herausforderungen der Endzeit brauchen wir eine geistliche Tugend. Und die möchte ich mit uns heute Vormittag oder heute Mittag betrachten. Eine geistliche Tugend, die immer wieder in der Bibel angesprochen wird und einen großen Stellenwert in der Bibel hat. Und ich möchte dazu mal Hebräer 10 lesen mit uns und lesen, was da am Ende geschrieben steht, ab Vers 35 bis Vers 37, Hebräer 10. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Ja, also auf der einen Seite sagt Gottes Wort ganz klar, wir dürfen auf den wiederkommenden Herrn, den Herrn Jesus Christus warten. Er ist unsere Hoffnung. Er ist der, der die Gemeinde aus den ganzen Bedrängnissen der Endzeit in die Himmelsherrlichkeit entrücken wird, hineinführen wird und uns letztlich das himmlische Erbteil zusichert und gibt. Das ist die eine Seite, die Hoffnung, die glückselige Hoffnung, der wiederkommende Herr. Und wir können auch sehen, gerade auch an dem, was wir heute Morgen gehört haben, dass allein der Messias, allein der Herr Jesus Christus derjenige ist, der diese kaputte, von der Sünde zerstörte Welt wieder in Ordnung bringen kann. Das kann kein Mensch, das kann kein menschlicher Regent, ja, und schon gar nicht der Antichrist, der antreten wird mit dem Anspruch, diese ganzen Krisen mit starker Hand zu lösen, sondern das kann nur unser Herr Jesus Christus. Ja. Und er wird als König, als der König des Friedens regieren einmal auf dieser Erde. Und das ist auch eine Zukunftsperspektive, die wir haben dürfen. Ja, was brauchen wir? Nun, hier wird gesagt in diesem Bibelwort, standhaftes Ausharren tut euch Not. Und über diese geistliche Tugend wollen wir uns Gedanken machen. Was bedeutet es, standhaftes Ausharren? Nun, das Wort Hypomone, das im Griechischen steht, bezeichnet eigentlich ein Drunterbleiben. Ein Drunterbleiben unter der Last. Und das ist ganz interessant. Es geht also darum, dass Gott uns allerlei Lasten, Prüfungen, Herausforderungen zumutet und auferlegt. Und von Natur aus sind wir in Gefahr, solch eine Last abzuschütteln. Ja? Es lebt sich ja leichter ohne Lasten. Ja? Wenn man da eben diese Bedrängnis versucht, ihr auszuweichen. Aber damit berauben wir uns. Wir können den Bedrängnissen und Prüfungen nicht ausweichen, ohne Verlust zu erleiden in unserem geistlichen Leben. Denn Gott selber hat sie hineinverordnet in unser geistliches Leben, diese Bedrängnisse. Und deshalb heißt es drunter bleiben, bis der Herr selber einen Ausweg, eine Hilfe, Erleichterung und Lösung schenkt. Das ist eigentlich dieser Begriff des standhaften Ausharrens. Dass wir nicht einknicken, dass wir nicht weglaufen vor den Bedrängnissen und Prüfungen, die Gott uns sendet, sondern dass wir geduldig, vertrauensvoll standhalten. Seid stille dem Herrn und harret auf ihn. Habt ihr das schon mal gemerkt? Es gibt kaum etwas, was uns schwerer fällt, gerade in Belastungen und Prüfungen,
als Stille zu halten. Ja? Wir sind dann ganz schnell nervös und gucken, wie komme ich da raus? Was kann ich jetzt tun, damit ich dieses Problem irgendwie in den Griff bekomme? Das ist falsch. Ja? Wir können gar nichts tun, aber wir dürfen dem Herrn vertrauen, Herr Jesus, du hast diese Prüfung in mein Leben hineinverordnet, ob es jetzt eine große oder eine kleine ist, eine allgemeine oder eine persönliche, haben wir alles. Und wir dürfen lernen, dem Herrn stillzuhalten und zu sehen, er ist meine Hoffnung. Er hat aus der Krise den Ausweg schon bereitet. 1. Korinther 10, das ist so wichtig für unser Glaubensleben, oder? Ich glaube, wir alle haben da schon mal das auch dankbar festgehalten, Herr, wenn du diese Prüfung mir sendest, du hast den Ausweg bereits bereitet und du wirst nicht zulassen, dass diese Prüfung über mein Vermögen geht. Du wirst den Ausgang bereiten. Und das ist eigentlich die Grundlage für unser standhaftes Ausharren, dass wir vertrauen dürfen auf einen Gott und Vater, der alles unter seiner Kontrolle hat, der uns liebt, der für uns ist und nicht gegen uns. Und wer kann uns dann besiegen? Wer kann uns fertig machen? Wir können nicht zu Schanden werden, wenn wir stille auf diesen Gott und Vater vertrauen. Das ist eigentlich genau diese Grundtugend standhaftes Ausharren. Und diese Grundtugend wird uns vorgestellt auch im Jakobusbrief gleich zweimal. Ich möchte mal beide Stellen mit uns lesen. Es ist ganz interessant, dass gerade in diesem Brief da so viel drüber steht. Am Anfang des Jakobusbriefes geht es gleich ganz herausfordernd los. Jakobus 1 ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das ist interessant. Also wir hätten gerne, wenn eine Prüfung, eine Not, eine unangenehme Situation kommt, dass sie ganz schnell weggeht. Ja? Und wir beten ja oft so, Herr, nimm das ganz schnell weg. Ja? Ich kann es gar nicht mehr aushalten. Und dann merken wir, Gott sieht es anders. Gott nimmt es gar nicht weg. Im Gegenteil, es wird vielleicht gerade noch schlimmer. Und es geht über unsere natürlichen Kräfte. Wisst ihr, jede göttliche, geistgewirkte Prüfung geht über unsere natürlichen Kräfte. Das muss so sein. Das sind Gottes Gedanken. Weil solange wir sagen, ha, das erledige ich mit links, mit meiner eigenen Kraft, da sind wir ja nicht abhängig vom Herrn, dann können wir auch kein Vertrauen auf ihn lernen. Dann lernen wir ihn aber in seiner Gnade und Barmherzigkeit auch gar nicht tiefer kennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber den Herrn in seiner Gnade und Barmherzigkeit tiefer kennengelernt habe ich in meinen Nöten und Prüfungen, wenn es mir schlecht ging, nicht wenn es mir gut ging. Ja, wir dürfen uns freuen, wenn es uns gut geht, dann sehen wir auch Gottes Güte, ist wunderbar. Aber Vertiefung unseres Glaubens bekommen wir im Regelfall in Prüfungen und Nöten. Ich glaube, das kann man so von der Bibel her auch ganz allgemein sagen. Das heißt also, Gott hat diese Prüfungen, diese Lasten, diese Schwierigkeiten mit einem guten, liebenden Zweck in unser Leben hinein verordnet. Und wenn ich das tief erfasst habe, dann kann ich mich sogar freuen. Also so weit bin ich noch nicht, also im Regelfall zumindest noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Aber immerhin, das Erste ist ja mal, dass ich anerkennen darf im Glauben, Herr, es ist gut so. Deine Wege sind gerecht und gut und vollkommen. Das ist einfach so. Ob ich das jetzt fühle oder nicht, es ist so. Und dann darf ich wissen, irgendwie wirst du was Gutes mit mir vorhaben und führst es auch zum Guten hinaus. Und das darf der Glaubende auch erleben. Ja? Aber in der Zwischenzeit verzieht Gott sozusagen mit seinen Antworten auf unsere Gebete. Und da brauchen wir standhaftes Ausharren. Dass wir nicht einknicken, dass wir nicht rebellieren, dass wir nicht sagen, Gott, du hast mich enttäuscht. Wo bleibt deine Verheißung? Ja? Gut, manchmal gibt es Gläubige auch in den Psalmen, die in einer bestimmten Notsituation so reden. Und ich denke, Gott ist da barmherzig. Aber eigentlich, wenn wir unseren Gott und Vater tiefer erkannt und verstanden haben, dann wissen wir, das ist Unfug. Ja?
Das hat Gott nicht. Sondern er lässt mich in der Not und ich muss etwas dran lernen. Letztlich ist ganz oft auch so, dass unser tieferes Wesen geläutert werden muss im Schmelzofen des Elends. Das glauben wir nicht. Ne? Wir denken, ich bin doch eigentlich schon so gut und edel, ich brauche gar keinen Schmelzofen des Elends. Ja, aber der Herr sieht es anders, weil er uns besser kennt, als wir selber uns kennen. Wisst ihr, und das sind diese Dinge, wenn ich da stillhalte und nicht rebelliere und vertrauensvoll zum Herrn aufschaue, dann arbeitet der Herr in der Tiefe meines Herzens. Und da braucht es manche Herzoperation. Ja? Da muss manche Verhärtung aus unserem Herzen raus, mancher Stolz, manches Eigenleben. Und das geschieht im Schmelzofen des Elends und der Bedrängnis. Ja? Und genau deshalb sind wir töricht, wenn wir aus den Prüfungen weglaufen, wenn wir uns auflehnen, wenn wir meinen, das ist unfair, was du da machst. Ja? Sondern wir dürfen lernen, stillzuhalten und vertrauensvoll darauf zu schauen, dass der Herr es gut macht. Und in diesem Stillhalten, da gibt es eine Bewährung des Glaubens. Wisst ihr, unser Glaube wird nicht dort bewährt, wenn es uns allen gut geht und wir alles locker bekommen, was wir erbitten, und dann ist unser Glaube nicht bewährt. Ja? Dann ist es nicht so schwierig zu glauben und zu vertrauen und dankbar zu sein. Ja? Sondern schwierig wird es erst, wenn es mal uns wirklich zuwidergeht und wenn es Nöte gibt, die wir vielleicht gar nicht ganz einordnen können. Dann wird unser Glaube in die Bewährungsprobe gebracht. Aber das, was letztlich dabei rauskommt, ist, dass wir vollkommen oder ausgereift im Glauben sind und vollständig. Ja? Also auch Reifung, geistliche Reifung, geschieht unter Druck und Schwierigkeiten. Ja? Nicht, wenn es einem immer gut geht. Und auch das ist so eine Sache, Gott will, dass wir gereift werden, dass wir Christusähnlicher werden, dass unser Glaube tiefere Wurzeln schlägt. Und genau auch deshalb brauchen wir es auszuharren in mancherlei Prüfungen und Bedrängnissen. In dieser Zeit des Ausharrens tut Gott ein Werk an unseren Herzen. Und wir haben ein prominentes und bekanntes Vorbild, das uns der Jakobusbrief auch vor Augen stellt, nämlich den Hiob. Vielleicht lesen wir mal Jakobus 5, Vers 10 und 11 miteinander. Da heißt es, meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ja, wir können gar nicht so genau auf diese Geschichte Hiobs eingehen, die so lehrreich und so tief ist auch. Aber wir sehen eines, Hiob war kein Sünder, kein Rebell gegen Gott. Er war ein gottesfürchtiger Mann, gottesfürchtiger und gerechter als alle anderen damals. Sagt ihm Gott selber. Aber Hiob musste in eine Prüfung kommen. Und er kam in eine harte Prüfung. Und die war von Gott verordnet, auch wenn der Satan ihn letztlich geschlagen hat, aber es war von Gott zugelassen. Ja? Letztlich stand Gott dahinter. Und Hiob bewährt sich in der Prüfung insofern, als er nicht rebelliert, als Gott ihm alles wegnimmt, was er ihm gegeben hat. Ja? Nicht nur die Schafe und die Rinder, auch die Söhne, die Kinder. Und das ist bitterhart, und dass er da sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, das ist etwas Gewaltiges. Da hat der Glaube des Hiob sich bewährt und er hat den Herrn verherrlicht in dieser Prüfung. Aber dann kommt die tiefere Schicht. Und da geht es um Hiobs Selbstgerechtigkeit, um sein Eigenleben. Und dann sagt er, Gott, wieso schlägst du mich? Ich bin doch gerecht. Du bist ungerecht, dass du mich schlägst, wo ich doch eigentlich unschuldig bin. Und das war der Fehler. Da war ein unzerbrochenes Eigenleben, wenn man das jetzt mal neutestamentlich so sagen will, bei Hiob. Ja? Da war eine große Selbstgerechtigkeit. Er hat noch nicht erkannt, dass er nur ein begnadigter Sünder ist und dass in ihm nichts Gutes ist.
Und dann muss Gott ihn durch diese ganzen Prüfungen führen. Am Ende offenbart sich ihm Gott und tadelt ihn und sagt, was tadelst du den Allmächtigen? Und zum Schluss sagt Hiob, ich hatte vorher nur vom Hörensagen von dir vernommen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Ich tue Buße und bereue in Sack und Asche. Und da war diese Selbstgerechtigkeit zerbrochen, die Hiob hatte. Das war das Werk, das diese Prüfung an ihm tun musste. Und schaut, es ist doch so schön, Gott erwähnt nicht die ganze Rebellion. Ja, was Hiob da zum Teil gesagt hat, war ganz schön hässlich. Wo ihn mal so diese Verletzung gepackt hatte, dieses Auflehnen gegen Gott. Ja? Aber das sieht der barmherzige Gott im Nachhinein nicht mehr. Er sagt nur, schaut, wie Hiob standhaft ausgeharrt hat. Ja? Er hat nicht abgesagt von Gott. Er ist dran geblieben, auch wenn er zum Teil Falsches gesagt hat über Gott. Ja? Das wird erwähnt, das Gute. Und es wird eines ganz gesagt, und das ist wichtig, wenn wir in Prüfung sind. Der Herr hat ihn von Anfang an voller Mitleid und Barmherzigkeit in seiner Prüfung begleitet. Hiob sagt, du bist gegen mich, du bist mein Feind, du schießt Pfeile gegen mich, du wütest gegen mich. War völlig falsch. Ja? Gott ist voll Mitleid und Barmherzigkeit, wenn wir in einer Prüfung sind. Er weiß, warum er uns noch drin lassen muss. Er weiß auch, warum er vielleicht unsere Gebete noch nicht erhört. Aber Gott ist voller Mitleid und Barmherzigkeit und er hat das Ende, den Ausgang bereitet. Nicht Hiob, er. Wisst ihr, und das ist so wichtig, dass wir das festhalten und verstehen in der Tiefe unseres Herzens, dann können wir auch standhaft ausharren in Prüfung, weil wir das Wesen unseres Gottes und Vaters erkennen und darauf vertrauen, dass er voller Mitleid und Barmherzigkeit ist und dass er einen Plan hat, dass er weiß, wozu er uns in Leiden und Schwierigkeiten schickt und dann laufe ich nicht davon, dann begehre ich nicht auf. Und der erste Petrusbrief, der bringt uns ja auch ein ganz kostbares Bild dieser Bewährung in Glaubensprüfungen und auch das ist wichtig, 1. Petrus 1, Vers 6, folgende, wo es um die Prüfungen unseres Glaubens geht. Da heißt es, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen. Also ich ziehe das Wort Prüfungen vor. Man kann das unterschiedlich übersetzen, aber Prüfungen ist eigentlich das, was am besten trifft. Ihr müsst manchmal traurig sein in mancherlei Glaubensprüfung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Und ich denke, das ist auch eine Kraft des standhaften Ausharrens, dass wir über den Moment hinaus auf das Ende blicken, das der Herr Jesus uns bereitet. Ich sage, wenn man in so einem dunklen Tunnel drin ist und es wird immer schwärzer und immer dunkler, dann verzagst du ganz automatisch. Aber wenn du weißt, hinter der nächsten Biegung ist das Licht, weil mein Gott mir den Ausweg schon bereitet hat, dann gehst du ganz anders durch. Ja? Das ist genau der Punkt, dass ich wissen darf, diese Prüfungen sind alle nur für eine bestimmte Zeit und sie sind von Gott für einen bestimmten Zweck vorgesehen, letztlich damit er verherrlicht wird und unser Glaube geläutert wird. Und wir kennen, denke ich, dieses Bild, wenn Metalle gereinigt werden, dann werden sie erhitzt, zum Beispiel Gold, bis es brodelt. Da muss man ganz schön heiß machen, dass Gold flüssig wird und brodelt und kocht. Und dann setzt sich auf diese brodelnden Flüssigkeit der Abschaum fest. Ist ja interessant, ne? Abschaum, das ist die wertlosen Beimischungen, die Verunreinigungen, die in diesem Gold drin sind. Und dann wird es wieder erkalten lassen
Tja, und dann macht man das Ganze nochmal. Nochmal heiß machen, nochmal schauen, nochmal abschöpfen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und ganz feines Silber ist siebenfach geläutert. Siebenfach. Wisst ihr? Und das bedeutet, mit jeder Prüfung, die wir wirklich durch Gottes Gnade und standhaftes Ausharren ertragen und durchgehen im Glauben, läutert uns Gott und verfeinert das Gold unseres Glaubens. Und es ist etwas, was uns selber Lob und Ehre und Herrlichkeit bringen wird und dem Herrn Jesus erst recht. Ich denke, wir werden Lob empfangen in der Stunde der Rechenschaft vor dem Richterstuhl des Christus für jede Glaubensprüfung, die wir ertragen haben. So wie auch Hiob ein öffentliches, von allen Christen lesbares Lob empfangen hat für seine Glaubensprüfung von Gott selber im Jakobusbrief. Ja? Gott wird diese ganzen Nöte sehen und anerkennen und bewerten und loben. Und wir werden uns freuen, wenn wir sehen, dass dieses Werk der Prüfung und der Not etwas Gutes gebracht hat und letztlich auch den Herrn Jesus verherrlicht hat. Dazu soll ja unser Leben dienen, nicht, dass wir es gut und bequem haben, sondern dass wir zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters leben und zur Verherrlichung unseres Herrn und Erlösers. Ja? Und wenn wir diesen Blick richtig hätten, dann würden wir viele Dinge in unserem Leben ganz anders einordnen. Und dann könnten wir besser standhaft ausharren. Je tiefer ich die Liebe und Gnade und Weisheit meines Gottes erkenne, desto standhafter kann ich ausharren. Desto größere Lasten kann ich im Glauben tragen. Der Herr überfordert uns ja nicht. Ja, deswegen gehen oftmals die Lektionen, werden einfach tiefer im Laufe der Zeit. Ja, und niemals überfordert uns unser Gott, denn diese Prüfungen geschehen aus Liebe. Und das Ende ist Herrlichkeit. Das Ende unseres Lebens, wenn wir dem Herrn Jesus gehören und nachfolgen, ist Herrlichkeit. Und das, was dazwischen ist, da ist immer wieder Leid und Schwierigkeit, Zerbruch, Bedrängnis dabei. Das muss so sein. Das ist bei jedem echten Christen so. Das darf uns nicht verwundern und nicht verunsichern und nicht verzagt machen. Und wenn ich diese Perspektive habe, dann kann ich standhaft ausharren in Prüfungen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Hoffnungsperspektive, diese Herrlichkeitsperspektive immer wieder festhalten. Ich beeindruckt das, was der Apostel Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Römer 5, ich lese mal ab Vers 1. Und das hat jemand geschrieben, der große Bedrängnisse hatte, immer wieder angefochten war, der erzählt hat, dass er mehrfach gesteinigt wurde, und dass er ausgepeitscht wurde. Und das sind Grenzerfahrungen, ja. Das können wir uns gar nicht so vorstellen. Und trotzdem war er voller Zuversicht und Freude und Hoffnung. Und er bekennt es im Römerbrief im 5. Kapitel ab Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also der Apostel Paulus konnte die ganzen Leiden und Schwierigkeiten ertragen, weil er diese Hoffnung hatte. Einmal werde ich in der Himmelsherrlichkeit frei sein von allen Prüfungen und Nöten und Bedrängnissen. Ich werde meinen Herrn sehen, wie er ist. Ich werde sein Lob hören und ich werde überfließen vor Dankbarkeit und Liebe und Freude. Und darauf freue ich mich. Und das erwarte ich und dann kann ich auch das Schwierige und Notvolle ertragen. Und jetzt sagt er in Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Merkt ihr was? Jakobus und Paulus sind sich völlig einig. Ja? Die sagen eigentlich genau das Gleiche, nur von ein bisschen einer anderen Perspektive. Ja? Ich kann mich rühmen in Schwierigkeiten, in Anfechtungen, in Nöten, weil ich weiß, letztlich stärkt es mein Ausharren im Glauben auf meinen Gott und Vater, auf meinen Herr Jesus. Und Vers 4, das standhafte Ausharren bewirkt aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung,
Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also ich darf einfach wissen, dass Bewährung entsteht nur durch wiederholte Prüfungen und Krisen. Bewährung ist nichts, was wir in einem Schnellkurs an irgendeiner Bibelschule lernen können, ja? Sondern Bewährung, das müssen wir durchleben. Ja? Das macht Gott, aber wir müssen es durchleben und wir müssen vertrauensvoll dem Herrn uns hinhalten in den verschiedenen Nöten. Dann wächst daraus eine verfestigte, vertiefte Glaubenshaltung, die auch nicht durcheinandergebracht und erschüttert wird, wenn mal die Wogen hochgehen. Ja, das ist Bewährung. Gefestigter, erprobter Glaube, den man nicht so leicht umschmeißen kann. Und das will Gott, dass wir das lernen. Und das ist wichtig für unser geistliches Leben in dieser Endzeit, dass wir so ein Vertrauen auf Gott bekommen. Und wir bekommen es mitten in den Schwierigkeiten. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube bewirkt Frucht in unserem Leben. Das finde ich so interessant, das sagt der Apostel Paulus in Römer 5 und das sagt Jakobus in Jakobus 1, Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen oder ausgereift und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Lukas 8, Vers 15, lesen wir auch etwas ganz Interessantes zu diesem Thema Frucht. Da heißt es nämlich, das ist das vierfache Ackerfeld, dieses bemerkenswerte Gleichnis des Herrn Jesus, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Ja, einige von euch werden wahrscheinlich auch einen Garten haben. Wir haben einen, der wird allerdings eher von meinem Sohn bewirtschaftet als von mir. Aber Tatsache ist, jeder Gärtner weiß, wenn ich Frucht sehen will, brauche ich Geduld. Wenn ich Frucht sehen will, das hätten wir gerne, dass wir heute die Erdbeere pflanzen und morgen schon schöne, reife Erdbeeren ernten. Aber das braucht einfach seine Zeit. Da müssen Saisons drüber gehen, Regen, Wind, Sonne, viel Sonne. Und wenn ich die Früchte grün ernte, habe ich nichts davon. Ja, ich muss warten, bis sie reif sind. Hilft nichts. Geduld, ausharren. Ja, und genau das wird hier eigentlich gesagt. Schaut, wenn ihr Frucht erwarten wollt, dann braucht ihr Ausharren, Geduld, einen langen Atem in den Wegen Gottes. Mit dem Herrn zu gehen, durchzugehen. Und dann wächst Frucht. Die wirkt durch den Geist, können wir gar nicht machen. Aber der Geist Gottes braucht unser standhaftes Ausharren. Wenn wir ihm davonlaufen, dann ist die Lektion verdorben und er muss wieder von neuem anfangen mit der Lektion. Bringt es uns irgendwas geistlich? Nein. Ist es besser, gleich beim ersten Mal die Lektion durchzuhalten? Ja. Ja. Aber wir sind schwer manchmal von Begriff. Wir haben Schwierigkeiten mit diesen Dingen. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Das dürfen wir dem Herrn Jesus auch sagen. Wir sind ungeduldig. Und der Herr will uns zur Geduld führen. Ja. Aber diese Frucht, die ist wichtig, dass wir wirklich merken, die Treue Gottes, die wird uns vertieft bewusst und die Gnade Gottes in den Schwierigkeiten, auch in unserem eigenen Versagen, in den Nöten. Und wir haben so gerne ein Leben frei von allen Schwierigkeiten und Nöten. Wir wollen das am liebsten alles wegbeten. Das funktioniert nicht. Ja? Und wenn wir reifere Christen werden, dann wissen wir, ja, Vater, so hast du es verordnet, so ist es wohlgefällig gewesen und dann sage ich auch ja. Aber das ist nicht einfach. Brauchen wir auch nicht so tun, als wäre es einfach. Ja? Da dürfen wir lernen und wir dürfen auch sagen, Herr Jesus, mir fällt es unheimlich schwer, jetzt zu dieser Situation ja zu sagen. Gib mir Gnade, gib mir Kraft, Tragekraft, Geduld, Ausharren. Das dürfen wir erbitten. Das haben wir nicht aus uns selber. Das ist eine Frucht des Geistes, ganz klar. Ja? Der natürliche Mensch hat es nicht. Aber wenn wir durch diese Dinge geübt sind und dem Herrn stillhalten, dann bewirkt er
etwas, was eben gar nicht ohne das bewirkbar ist, ein vertiefter, gefestigter Glaube, dass wir eine ganz neue Sicht von der Liebe und Barmherzigkeit und Treue Gottes bekommen. Dass wir wirklich auch merken, dass Gott uns mehr und mehr losmacht von unserem elenden Ego-Leben, von unserem Eigenleben mit seinen Ansprüchen, seiner Unzufriedenheit, seinem Unwillen, seinem Murren. Ja, das ist das, was in uns steckt. Israel in der Wüste, 4. Mose, das steckt in uns allen. Und irgendwo möchte Gott uns davon befreien. Und eigentlich dürfen wir dann sagen, Herr, es ist gut so, ich brauche das. Ich will Ja sagen im Glauben zu solchen Dingen. Ja? Und dann haben wir eine gewisse fortgeschrittene Lektion lernen dürfen, wenn wir an dem Punkt sind. Ja? Und da geht Gott mit uns dann auch weiter. Ja? Ich wollte das nur noch mal auch erwähnen, ja, das ist für mich so ein ganz besonders tiefes Beispiel auch von so einer Ergebung in Gottes Wege, was in 5. Mose 32 steht. Es ist wirklich auch ermutigend, wenn wir das Leben des Mannes Gottes Mose so sehen, wie er durch Höhen und Tiefen mit dem Herrn durchgeht, wie er mancherlei Anfeindung und Prüfung und Not erduldet. Und vielleicht seine härteste Prüfung kam am Ende, als er das Volk bis kurz vor die Grenzen von Kanaan geführt hat. Und dann hat er eine Bitte, nach den 40 Jahren, eine Bitte zu Gott. Herr, lass mich doch in das gelobte Land kommen. Ich will auch mit über den Jordan. Ich will doch dieses Land Kanaan selber einmal sehen und meine Füße darauf setzen, dass du verheißen hast. Und da kommt eine knallharte Antwort von Gott. Nein, nein, du siehst es nicht. Du kommst nicht rein. Du darfst es von ferne anschauen, aber du kommst nicht rein. So, und kurze Zeit später schreibt Mose und sagt Mose Folgendes. Das Lied Mose in 5. Mose 32. Ab Vers 1. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Ist euch das klar? Was das bedeutet nach dieser Prüfung. Es ist ja einfach, sowas zu sagen, wenn man gerade den Segen und die beschenkende Hand Gottes reichlich erlebt hat. Ja? Aber Mose sagt es, nachdem die größte Enttäuschung seines Lebens erfahren hat. Nachdem Gott ihm gesagt hat, du kommst nicht in das Land. Dann sagt er, alle seine Wege sind gerecht. Er ist vollkommen. All sein Tun ist vollkommen. Merkt ihr was? Das hat den Mose was gekostet. Dieses Bekenntnis. Das war nicht so leichthin gesagt. Und das finde ich so wichtig. Wisst ihr, das sind die Früchte, wenn wir mit dem Herrn durchgehen. Dass wir einen Glauben geschenkt bekommen aus Gottes Gnade, der ein Stück unerschütterlich ist, der nicht die ganze Zeit hin und her schwankt beim geringsten Wind und bei dem geringsten Erdstoß. Ja? Und das ist Gott kostbar, aber es sollte auch uns wertvoll sein, dass wir sagen, ja, dafür will ich stillhalten und will in die Lektionen meines Gottes und Vaters lernen, damit ich einmal da auch wirklich zu dieser kostbaren Frucht komme. Und das Schöne ist ja, so ein geläuterter Glaube bringt auch viel tiefere Ruhe. Ruhe in Christus. Ja? Irgendwann lernst du, wenn die Anfechtungen kommen, es mehr aus Gottes Sicht zu sehen und zu sagen, Herr, das kommt von dir. Also will ich mich gar nicht aufregen, auch nicht ängstlich sein, auch nicht verzagt sein, sondern einfach sagen, Herr, wozu hast du das verordnet? Das ist auch so ein Punkt. Wenn wir unreif im Glauben sind, dann fragen wir, Herr, warum? Oder? Ist klar, verständlich. Sagt, macht jeder. In den Psalmen lesen wir das oft.
Aber wenn wir gereift sind, dann sagen wir, Herr, wozu? Wozu hast du das in mein Leben hineinverordnet? Ja? Und wisst ihr, das sind ja bloß 3 Buchstaben, ne? Oder 4. Warum, wozu? Aber da ist ein ganz anderer Blick. Ich glaube, wir verstehen das. Ja? Wozu bedeutet, Vater, ich weiß, du meinst es gut, du hast Kontrolle, das ist dir nicht entgangen. Ja? Meine liebe Frau war mit MS krank und geschwächt, als sie ihr erstes Kind bekam, als sie schwanger war, war sie wirklich krank und es war nicht absehbar, wie sie überhaupt eine Schwangerschaft, geschweige denn ein Kind zu versorgen, durchstehen konnte. Und dann bekam irgendwann nach dem 2. oder 3. Ultraschall die Nachricht, sie haben Zwillinge. Und da hat meine liebe Frau gesagt, Herr, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Ja? Das habe ich gut verstanden, ja? Habe ich gut verstanden. Herr, was ist jetzt das? Ich bin schon zu schwach, um überhaupt ein Kind zu bekommen, jetzt schenkst du uns 2. Ja? Und das hat Kämpfe gekostet, dass wir überhaupt an den Punkt kamen, wo wir gesagt haben, gut, Herr, der Herr macht natürlich keine Fehler. Ja? Es ist gut so. Wir werden es schon mal sehen. Ich bin gespannt, Herr, wie du das machst. Das war dann letztlich die Reaktion, die meine Frau geschenkt bekommen hatte, als sie dann erstmal aus diesem Schreck draußen war. Ja? Und wisst ihr, das war zum Beispiel so eine Sache. Mit der Geburt dieser Zwillinge gingen die ganzen MS-Symptome praktisch völlig weg. Ja? Die waren schon während der Schwangerschaft viel, viel besser geworden. Mit der Geburt waren sie praktisch weg. Und meine Frau hatte die Kraft, 2 Kinder gleichzeitig zu versorgen. Ich durfte auch noch ein bisschen mithelfen. Ich war gerade arbeitslos zu der Zeit. Das hat er auch irgendwie so geschenkt. Ja. Und wir sind durchgekommen. Ja. Aber am Anfang haben wir gedacht, jetzt hat Gott einen Fehler gemacht. Das hat Gott nicht berücksichtigt, dass wir jetzt ja in so einer Situation das gar nicht können. Aber das ist natürlich unsinnig. Gott hat alles genau berücksichtigt. Er hat, und das, was ich vorher gesagt habe, wisst ihr, eine göttliche Prüfung führt uns immer über unsere natürlichen Grenzen hinaus. Sonst ist es keine göttliche Prüfung, sonst ist es eine menschliche Prüfung. Ja? Aber sie führt uns nie an einen Punkt, wo wir an Gottes Hilfe und Gnade verzagen müssen. Das gibt es nicht. Ja? Wenn wir an Gott festhalten, wenn wir dem Herrn vertrauen, er gibt uns immer die Kraft und Gnade, durch eine solche Prüfung durchzukommen. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und dann können wir einfach auch im Glauben Ja sagen. Und das finde ich auch so wichtig an diesem bekannten Wort von Römer 8, 28 und 29. Ja, das ist ja, ja ganz, ganz wichtig, oft angeführt. Aber ich möchte es gerade unter dem Gesichtspunkt noch einmal uns deutlich machen, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Da sehen wir, Gott gerät nichts außer Kontrolle. In den Augen Gottes sind wir bereits in der Herrlichkeit, obwohl wir noch mitten in den Prüfungen hier auf der Erde sind. Ist das nicht wunderbar? In den Augen Gottes sind wir schon Verherrlichte. Wir sind schon am Ziel. Jesus Christus hat uns schon ans Ziel gebracht in den Augen Gottes. Und wir sind noch mittendrin in den Kämpfen. Ja? Und dieser Blick auf den Herrn, und das finde ich so wichtig vom Wörtlichen her, alle Dinge zum Besten dienen, das ist Luther, das haben wir mal gelassen bei der Schlachter, aber wörtlich heißt es ja, dass Gott es macht, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Und das ist dieser Begriff der Synergie, der wahrscheinlich auch unserem Sascha Götte sehr gut bekannt ist, ja, der in verschiedensten Begrifflichkeiten verwendet wird. Synergie heißt zusammenwirken, ja. Dass verschiedenste Faktoren zu einem ganz bestimmten Ziel geordnet zusammenwirken, damit das rauskommt, was rauskommen soll. Und genau das sagt die Bibel über allen Umständen, den guten und den widrigen, den schweren Lasten und den freudigen Segnungen. Alle diese Dinge müssen
zusammenwirken zu unserem Guten. Und das macht der allmächtige Gott, der alles weiß, der alles kann, der alles unter seiner Kontrolle hat. Was wollen wir dazu sagen? Kann ich was anderes tun, als mich einfach bedingungslos in die Arme dieses Gottes zu werfen und fallen zu lassen und zu sagen, Herr, ich vertraue mich dir einfach an? Ich kann nichts Besseres tun, oder? Auch wenn es vielleicht verrückt erscheint oder ich gar nicht weiß, wo die Lösung liegt. Vertrauen. Und das ist das, was Gott fördern will in unserem Leben, durch Bedrängnisse, durch standhaftes Ausharren. Ja, und das soll uns ermutigen, wenn wir in dieser Schule sind, dass wir dann wirklich auch auf unseren Herrn blicken und ausharren. Und das gerade auch in der Endzeit. In der Endzeit haben wir ganz besondere Prüfungen und Schwierigkeiten zu bewältigen. Und gerade da brauchen wir dieses standhafte Ausharren. Ich möchte es vielleicht noch mal kurz erwähnen, auf der einen Seite im Propheten Daniel im 12. Kapitel diese Voraussage, die auf den jüdischen Überrest am Ende der Zeiten gemünzt ist, aber wir können sie gut auch auf uns Christen in der Gemeindezeit anwenden. Da heißt es, Vers 10 in Daniel 12, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Also die Endzeit ist auch eine Zeit der Prüfungen. Es ist eine Zeit, wo durch Bedrängnisse und Schwierigkeiten die Gläubigen gesichtet werden, geläutert und gereinigt werden. Und deswegen brauchen wir gerade in der Endzeit auch dieses standhafte Ausharren in besonderer Weise. Ich möchte nur darauf verweisen, dass eben auch zum Beispiel in Offenbarung 14 dieser Begriff auch nochmal vorkommt. Und das kennen wir vielleicht, Offenbarung 14, Vers 12, wo mitten in diesen größten Bedrängnissen der Endzeit, da steht, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Ja? Gerade in der Endzeit brauchen wir standhaftes Ausharren. Und gerade da will der Herr uns das auch schenken, dass wir Überwinder werden im Vertrauen auf ihn. Und wir haben auch Verheißungen, dass Gott selber dieses standhafte Ausharren uns schenken will. Auch das möchte ich noch erwähnen in Kolosser 1, Vers 11. Ich lese schon mal ab Vers 9, sonst wird der Zusammenhang nicht so deutlich. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Also Gott will uns mit seiner übernatürlichen Kraft stärken zu aller Art von standhaftem Ausharren. Das haben wir nicht aus uns, und wenn wir diese Stärkung aus Gott nicht hätten, dann wäre es mit unserem standhaften Ausharren ganz schnell aus. Ja? Ganz klar. Aber Gott tut es. Er will durch seine übernatürliche Kraft uns stärken, damit wir weitermachen können, damit wir durchhalten können, damit wir standhaft bleiben können in den Prüfungen. Und eine andere schöne Verheißung finden wir in Römer 15, auch zu diesem Thema. Römer 15, ab Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Also, da denken wir an das Buch Hiob, ne? Das wurde auch geschrieben, damit wir
durch das Ausharren, das uns da vorbildlich gezeigt wurde, Hoffnung fassen und getröstet werden. Ja? Und dann wissen wir, Gott ist der Gott des Ausharrens und des Trostes. Also er wirkt Ausharren bei uns. Er wirkt Trost. Und daran dürfen wir uns festhalten, dass der Herr selber das in uns wirkt, was eben ihm wohlgefällig ist. Und das Ziel im Auge zu behalten, ist so wichtig dabei. Und das lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 10 und 13. Das ist, finde ich, auch so einen wertvollen Vers, der uns hilft, Gottes Gedanken besser zu verstehen, mitten in Prüfungen und Schwierigkeiten. Da lesen wir, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben ist, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also hier geht es eben einfach um diese Grundwahrheit, weil wir Erben der Herrlichkeit sind, weil wir einmal als Könige und Priester regieren werden. Deswegen müssen wir in dieser Weltzeit unten durch, ihr Lieben. Deswegen müssen wir durch Leiden geläutert werden, weil wir einmal herrschen werden. Und wenn ein unzerbrochener Charakter herrscht, dann wissen wir, was dabei rauskommt. Ja, das erleben wir bei unseren Chefs, das erleben wir in der Politik und überall. Ja, Gott will uns läutern und durch Leiden prägen, damit wir tauglich werden, einmal zu regieren. Das ist auch so ein Gedanke. Ja. In dieser Zeit müssen wir Bedrängnisse erleiden, müssen mitleiden, müssen standhaft ausharren in Schwierigkeiten und als Fremdlinge, als Außenseiter, als der Spott der Welt unten durch. Das ist Gottes Ordnung. Ja? Und in der nächsten Weltzeit werden wir als Könige und Priester im Auftrag von Christus im Reich des Messias regieren. Und das darf uns vielleicht helfen und trösten, wenn wir mal gerade ziemlich unten durch müssen. Ja? Gott hat seine Absichten damit. Und das eine ist ohne das andere nicht erhältlich. Dann wird uns das auch ein Stück trösten, diese Gedanken Gottes. Und so ähnlich finden wir es ja auch in Römer 8. Auch da lesen wir von dieser heilsgeschichtlichen Ordnung. Zuerst kommt die Niedrigkeit und dann kommt die Erhöhung. So war es übrigens bei unserem Herrn Jesus auch. Er musste durch Leiden und Niedrigkeit und Verwerfung und jetzt ist er verherrlicht zur Rechten Gottes und wird als Messias einmal die ganze Welt, das Universum regieren. Ja, vielleicht lesen wir nochmal Römer 8 ab Vers 16. Der Geist selbst aber gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann Vers 23 bis 25. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Möge der Herr uns gerade auch das in dieser letzten Zeit schenken, eine Hoffnungsperspektive, diesen Blick auf die kommende Herrlichkeit, die uns stärkt in den Leiden dieser Zeit, die uns stärkt in den Bedrängnissen. Und dieser Blick, ja, der ist eigentlich das Geheimnis des Überwindens, dass wir mit dem Herrn Jesus rechnen und mit dem, was er uns verheißen hat und damit, dass wir einmal mit ihm vereint sein werden in der Lichtherrlichkeit des Himmels und dann können wir die Nöte dieser Erde viel, viel besser ertragen. Wir sollen ausharren auf den Christus, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Also wenn wir
ausharren auf den Herrn, dann hat es eine bewahrende Kraft in unserem geistlichen Leben, gerade auch in der Endzeit. Und ich möchte schließen mit Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Auch da kommt dieser Schlüsselbegriff vor. Und da sehen wir das, was wir täglich tun dürfen. Täglich aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auch das möchte ich zum Abschluss, zur Ermunterung uns noch lesen. Hebräer 12, Abvers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer oder eben mit standhaftem Ausharren, das ist auch Hypomonä hier, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir beständig hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das finde ich so schön, dieses Bild von dem Lauf. Ja, hier ist nicht ein 100-Meter-Sprint gemeint, ne? Sondern hier ist Marathon gemeint. Ja? 40 Kilometer und mehr. Und wisst ihr, wer einen Marathon läuft, der rennt nicht los wie ein 100-Meter-Sprinter. Ja? Der weiß ganz genau, ich muss meine Kraft einteilen. Ja? Ich muss hier noch 35 Kilometer auch noch schaffen. Und das heißt, er lernt, mit Ausdauer zu laufen. Ja? Mit standhaftem Ausharren. Dass er sich nicht irre machen lässt, nicht irgendwo nach 10 Kilometern aufgibt und seine Kraft verpulvert hat, sondern immer wieder sich neu stärken lässt. Und den Marathonläufer, den wird vielleicht der Gedanke an den Siegespreis und die Ziellinie ermutigen, aber wir haben was ganz anderes, was uns ermutigt, nämlich der Gedanke an unseren Herrn Jesus, der seinen Lauf gelaufen ist und siegreich vollendet hat und der uns beisteht, der beständig bei uns ist, wenn wir unseren Lauf laufen. Und letztlich, wenn wir einmal am Ziel angelangt sind, dann werden wir alle sagen, alle Ehre unserem Herrn Jesus. Wir haben nichts dazu getan, er hat uns ans Ziel gebracht. Und deswegen, dieser Blick auf den Herrn Jesus, das soll uns ermutigen in allen Herausforderungen, in denen jeder Einzelne von uns steht, möge der Herr uns Kraft geben, dass wir mit Ausdauer laufen in dem Lauf, der uns verordnet ist und der vor uns liegt. Amen. Ja, ich will zum Abschluss noch mit uns beten, wollen wir noch aufstehen dazu. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir von Herzen, dass du uns in deinem Wort so viel auch Ermutigendes zu sagen hast über unseren Glaubensweg. Ja, du liebst uns, du kennst uns, du weißt als der gute Hirte ganz genau, wie wir auch angefochten und geprüft sind oft, wie wir herausgefordert sind in unserem Glaubensleben. Und du willst uns Gnade geben und beistehen, uns immer wieder neu stärken mit deiner Kraft und ermutigen durch dein Wort. Und wir haben heute diesen wichtige Tugend betrachten dürfen des standhaften Ausharrens, dass wir geduldig, vertrauensvoll dir Stille halten in allen möglichen schwierigen Situationen, bis du die Lösung geschenkt hast. Herr, und du siehst, dass uns das von Natur aus schwerfällt und wir das gar nicht können. Aber du selber willst dieses standhafte Ausharren in uns bewirken. Du allein weißt, wie auch die persönliche Lebenssituation von jedem von uns aussieht, in welchen Prüfungen und Leiden und Nöten jeder Einzelne steckt. Aber wir wollen einfach beten, dass du uns doch ermunterst und stärkst mit deiner übernatürlichen Kraft zu allem standhaften Ausharren, zu aller Langmut, dass wir lernen, Stille zu halten vor dir, vor dem Vater, der seine gütigen Absichten mit uns hat, der seine Ratschlüsse ausführt und das alles in unserem Leben zusammenwirkt zu unserem Besten. Ach Herr, schenke uns diesen Glaubensblick, stärke uns im Glauben und im standhaften Ausharren. Schenke du, dass wir wirklich immer wieder neu ermutigt werden durch den Aufblick auf dich. Wir preisen dich und rühmen dich und wollen uns dir ganz anbefehlen. Amen.